Herzlich willkommen zu einem weiteren Eisenbahnspezial. Micha hat all seine Überzeugungskraft eingesetzt, um uns einen Besuch bei dieser wundervollen H0-Anlage zu ermöglichen. Es gibt nicht nur unzählige Loks zu entdecken, sondern noch viel mehr kleine Details. Viel Spaß beim Anschauen. Vielleicht fällt euch ja ein kleines, etwas schiefes Detail auf. Schreibt es in die Kommentare. H0 hat eine Spurweite von 16,5 mm. Hier oben gibt es noch eine kleine Besonderheit. Eine Schmalspur-Normalspur-Kreuzung. Die H0E-Schmalspur hat eine Spurweite von 9 mm. Hier gibt es noch eine kleine Feldbahn, die gerade Kohle transportiert. Am Bahnhof warten Passagiere auf den Zug. An einer anderen Stelle erfrischen sich Wanderer an einem Brunnen. Und nicht zu vergessen, aus einem der Gullis schaut ein Kanalarbeiter. Den finde ich ja am besten. Es gibt ein Bergwerk, Tunnel. Und natürlich einen Lokschuppen mit Drehscheibe.
Ist euch das Detail aufgefallen, was ich am Anfang angesprochen habe? Es ist das eine... Ach nein, ich verrate es doch nicht. Eine Sache verrate ich aber noch. Die Dampflokgeräusche, die im Hintergrund zu hören sind, stammen von der Brockenbahn, die gerade zum Brocken hinauffährt.